Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier in der Fachberatung Heimatpflege in Benediktbeuern. Der Bezirk Oberbayern ist hier der Träger dieser Einrichtung. Wir haben hier viele Ausstellungen in den letzten Jahren gehabt und unter anderem eröffnen wir eine Ausstellung mit Fotos, alten Fotografien des früheren Bezirksheimatpflegers Paul Ernst Radlmüller. Ich sage das deshalb so, weil sein Nachfolger Stefan Hirsch ist unter uns und unser Präsident natürlich, Josef Mederer. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir diese Ausstellung auch auf diesem medialen Weg vielleicht ein bisschen einleiten und begleiten können. Ganz privat und ganz aus dem persönlichen Erfahrungsbereich gefragt, wer hat denn Paul Ernst Radlmüller von euch noch kennengelernt in irgendeiner Weise? Er ist ja schon lange tot, aber schauen wir mal, wie es passiert ist. Herr Mederer. Ja, in der Tat, als 17-Jähriger habe ich Paul Ernst Radlmüller kennengelernt. In einer Zeit im Landkreis Aichach noch, aber noch Oberbayern damals, war in Kleinberghofen eine Volksmusikveranstaltung, die Otto Killi organisiert hat. Und dann ist auch ein Leiter der Blasmusik, der Baroner Heini aus Aichach, eingeladen gewesen mit seiner Blasmusik. Und die Aufzeichnung im Bayerischen Rundfunk hat eben Paul Ernst Radlmüller moderiert. Und da war ich dabei und da kann ich mich noch schon erinnern. Und aus dieser Aufzeichnung der Sendung ist die Blaskapelle vom Heini Baroner, hat eine richtige Renaissance erlebt. Das war ja auch eine Zeit, wo die Volksmusik nicht mehr so aktuell war. Und da hat man eigentlich das wieder geweckt und da habe ich Kontakt zu Paul Ernst Radlmüller gehabt. Sie waren ganz jung damals. Und als 17-Jähriger haben wir eigentlich andere Interessen, aber damals, als die Nachbargemeinde war, ist man halt als junger Mensch mit dem Moped hingefahren und hat da geschaut, was so los ist. Und es war übrigens auch junge, nette Mädchen dabei. So soll es ja sein in der Heimatpflege. Stefan Hirsch, Sie sind der direkte Nachkomme, Nachfolger gewesen. Wie haben Sie ihn erlebt? Ich habe ihn zum ersten Mal kennengelernt zwischen 1979 oder ab 1979 bis 1989 war ich ja stellvertretender Geschäftsführer im Landesverein für Heimatpflege und damals für Trachten zuständig. Und es gibt dann eigentlich keinen anderen Ansprechpartner als Paul Ernst Radlmüller, weil der zu dieser Zeit eigentlich die größten Kenntnisse oder historischen Kenntnisse in puncto Tracht hatte. Und ich wurde dann sehr bald zu ihm auch privat eingeladen, war sehr oft in Leutstetten. Er hatte ja da so dieses wunderbare biedermeierliche Haus und das war voll mit Aquarellen und Fotos und Gegenständen, die alle irgendwie mit bayerischer Heimat und Volkskunde und Volkskunst zu tun hatten. Ich hatte da bei jedem Besuch eigentlich immer nur ein paar Dinge sehen können, weil es einfach so viel war. Aber die Kontakte, die ich mit ihm hatte, waren natürlich sehr, sehr wertvoll. Und später war das ein kontinuierliches Weitergehen sozusagen in dieser Vorstellung, auch Heimatpflege zu betreiben und ist dann bruchlos in die Arbeit des Bezirks, ich war ja dann später im Bezirk, übergegangen. Und ich hatte, wie gesagt, Paul Ernst Radlmüller immer wieder getroffen und privat besucht. Übrigens auch der damalige Regierungspräsident war öfters in Leutstetten draußen. Also das war so ein ganzer Kreis, der sich da gelegentlich immer wieder getroffen hat. War das Raimund Eberle? Böhm. Ja. Dazu darf ich eine ganz kleine persönliche Note. Also selbst ich habe Radlmüller noch kennengelernt. Als ganz junger Journalist für den Bayerischen Rundfunk hat man mich also zu Radlmüller geschickt, war auch in diesem wunderbaren Haus, war auch sehr professionell, hat er gut gemacht. Aber ich hatte damals, das war so am Ende seiner Amtszeit, schon den Eindruck, dass er natürlich auch eine gewisse Verbitterung hatte und er hat viele Projekte nicht durchsetzen können und ist auch mit Denkmalangelegenheiten, mit baulichen Veränderungen der Stadt München, also nicht gut zurechtgekommen. Haben Sie das auch erlebt noch? Ja, es hat sich natürlich in der Heimatpflege ein ungeheurer Umbruch vollzogen über die ganzen Jahrzehnte hin. Also ich kann es von meiner Jugend aus ein bisschen mitverfolgen, weil ja meine Eltern noch in diesem frühen Bereich waren, wo man sich sehr Volkskunde und diesen Dingen zugewandt hat. Und diese Veränderungen waren wirklich dramatisch. Und zu Zeiten von Herrn Radlmüller war das besonders spürbar, dass sozusagen diese Kanonisierung
der Bibel, der Heimatpflege quasi, etwas ins Wanken gekommen ist. Aber das war auch positiv insofern, weil man neue Forschungsergebnisse hatte. Im Bereich Trachten zum Beispiel war es ganz eindeutig so, dass bis in die Zeit von Herrn Rattelmüller man davon ausging, dass ab etwa 1860 oder so hätte es keine Tracht mehr gegeben. Also Anfang der Fotografie in dieser Zeit. Und da ist man davon ausgegangen, da ist die Tracht verschwunden und alle haben dann mehr oder weniger bürgerliche Kleidung angezogen. Und mit den neuen Forschungsergebnissen, übrigens auch dank Herrn Wandinger, das ja dann ins Trachteninformationszentrum gemündet ist, konnten wir damals in Feldforschung ungeheuer viel Material noch feststellen. Und da hat sich natürlich auch der Blickwinkel sehr geändert. Insofern auch geändert, als man nicht mehr davon ausgehen konnte, dass jetzt jeder Ort oder vielleicht jeder Landkreis oder so seine eigene Tracht hatte, sondern man ist dann schon drauf gekommen, dass die wesentlichen Bereiche von der großen Kultur abhängig waren. Also dass wir im 17. Jahrhundert eigentlich spanisch beeinflusste Tracht hatten, im 18. dann französisch beeinflusste, was wir immer noch bei den Gebirgsschützen haben. Das heißt, die jeweilige führende Kulturmacht hat eigentlich die Mode bestimmt und damit auch die Trachten. Und diese ganzen Veränderungen sind in der Zeit der letzten Jahre von Herrn Rattelmüller haben sich kulminiert. Und das zu verarbeiten ist natürlich erstmal ein Problem. Aber ich habe viel privat auch mit ihm noch zu tun gehabt, als er auch quasi nicht mehr Bezirksheimatpfleger war. Und er hat es schon auch mit aufgenommen. Und ich denke, dass es für mich genauso schwierig war, wie ich aufgehört habe. Seitdem sind ja wieder ganz große Veränderungen eingetreten, vor allem im Bereich Digitalisierung, wenn man sich überlegt, Brauchtum oder so, da schaut man heute nicht mehr in einem Buch nach, sondern man googelt das oder im Brauchwiki oder da sind ja ungeheure Angebote drinnen oder auch örtliche Angebote. Und sodass die Digitalisierung in weiten Bereichen die Arbeit der Heimatpflege völlig umgekrempelt hat. Hat mich auch betroffen in also nicht nur in der Beratungstätigkeit, sondern auch, ich habe früher sehr viel dokumentarische Dinge gemacht mit Fotografien etc. Das hat sich alles digitalisiert und damit auch verbreitet, was aber wieder einen positiven Effekt hatte, weil es in die breiten Schichten gegangen ist. Herr Präsident, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Jahren mitbekommen, Rattelmüller noch ein bisschen erlebt, den Herrn Hirsch, mich. Eine vielleicht nicht ganz leichte Frage: Was sind die unterschiedlichen Ausrichtungen, Persönlichkeiten, die diese Heimatpflege hier prägen? Können Sie da vielleicht zwei, drei Spitzen setzen? Das ist ja fast eine hinterhältige Frage. Ja, ja. Aber ja, ich meine, jeder Mensch hat andere Charaktere, andere Schwerpunkte. Also von Rattelmüller habe ich irgendeine Aussage: Wenn alte Kleidungsstücke gut sind, sollte man sie nicht wegschmeißen, weil sie könnten wieder in Mode kommen. Und so ein Gedanke, den habe ich mir eingeprägt, weil er für mich bedeutet, man muss sammeln, und er hat gesammelt, hat er viele Dinge gesammelt, die könnten man wieder aktuell werden. Und das ist für mich so die zu Rattelmüller. Er war 16 Jahre Bezirksheimatpfleger, Hirsch, Stefan Hirsch, 22 Jahre, knapp 22 Jahre, auch eine lange Ära, 8 Jahre Norbert Göttler, also jetzt vergleichend. Ich glaube, jeder hat in seiner Zeit genau das Richtige gemacht. Sie, glaube ich, wenn ich ein bisschen so einordnen darf, da war das Denkmalschutzgesetz noch gar nicht so alt, da war Ihr Aufgabenfeld schwerpunktmäßig eher mal in die Denkmalpflege reingerichtet, um hier genau das Gesetz umzusetzen im Sinne von Erhalt der Denkmäler, den die man ja damals nicht so unterstützt. Ich war selber mal im Landesdenkmalrat mit dabei und wusste sehr wohl, was es bedeutet, wie viele Schätze wir haben, und dass der Bezirk dann auch die finanzielle Förderung stark ausgeweitet hat, ist damals auch unter Ihrer Ägide mitentwickelt worden. Also von der Seite her, die Wertung, Norbert Göttler,
Auch, ich glaube, in der Zeit, das Bestand natürlich mitgenommen, aber ich glaube, Sie haben auch in der Zeit genau das mitbekommen, dass der Begriff Heimat, mit dem Sie sich ja massiv auseinandersetzen, auch als Schriftsteller im literarischen Bereich sind Sie voll dabei. Aber der Begriff Heimat hat sich, glaube ich, gerade in Ihrer Zeit in eine Renaissance begeben, dass man sich wieder besinnt, was ist Heimat, wo sind meine Wurzeln, wo komme ich her? Aber, Sie, und das hat mich so beeindruckt, die Gefahr erkannt, wenn der Begriff missbraucht werden könnte. Und da haben Sie deutliche Zeichen gesetzt, dass hier genau Vorschub geleistet wird, den Ansätzen hier dagegen zu steuern, dass wir uns outen müssen, wir müssen uns äußern, wenn wir Gefahren sehen, dass der Begriff Heimat missbräuchlich verwendet werden könnte. So, außer dass Norbert Göttler einen stärkeren Bart hat wie Stefan Hirsch, das sind diese äußeren Unterschiede dann, aber sonst menschlich muss ich sagen, mit beiden gutes Einvernehmen gehabt, dürfte auch lang mit, bei Ihnen sein, wir 8 Jahre schon miteinander dann, also ist das eine gute Zeit und wir haben viele Aufgaben noch vor uns. Missbrauch, Sie haben es schon angesprochen, gibt es ja viele. Eins ist natürlich auch das Klischeeartige, nicht? Das Tümelnde, das Bayern-Tümelnde. Das verbindet sogar, glaube ich, uns drei Bezirksheimatpfleger. Da war auch schon Rattelmüller sehr dagegen. Können Sie ein bisschen erzählen? Die Bilder, die wir dann ja von ihm zeigen, sind wirklich völlig nicht tümelnd. Die sind also ins Leben geschossen. Er hat viel fotografiert, aber er wollte das Leben so zeigen, wie es ist und nicht irgendwie eine große Tourismusnische aufmachen. Aber wie haben Sie ihn in dem Bereich erlebt? Ja, ich habe ihn ganz genauso erlebt. Es war ja dann auch diese wunderbare Übergabe seiner Fotos, die er ausgesondert hat, die nicht in diesem wunderbaren Buch Bewahrtes Brauchtum verwendet worden sind oder verwendet werden konnten. Es waren ja oft doppelte Fotos dabei auch. Und zu diesem Anlass haben wir uns oft unterhalten. Und er hat dann sehr schön erzählt, wie er also in Südtirol war und da und dort war, aber auch in Habach, gleich hier in der Nähe. Und wie er immer darauf geachtet hat, dass dieses damals schon aufkommende Phänomen, dass sich dann Städter am Rand von Leihungsprozession aufgestellt haben und dann eben quasi als Touristen diese authentischen Brauchtumsereignisse irgendwie zu verfälschen drohte. Wobei das auch schon auf das 19. Jahrhundert zurückgeht, wo sich, gibt es schöne Quellen, wo sich Bäuerinnen, wenn da ein Fremder oder Städter am Rand war, die haben den dann mit dem Regenschirm attackiert. Also das Phänomen war schon lange bekannt, aber Herr Rattelmüller hat es ganz besonders immer wieder betont und sich also auch gegen vieles gestellt. Es gibt ja wunderbare Karikaturen, auch in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel oder in anderen Zeitungen, wo er mit der Missgabel sozusagen auf Missbräuche aufmerksam macht. Und er war durchaus eloquent, hatte ja auch schon Medienerfahrung. Viele Menschen haben ihn noch im Ohr, weil er eben so viele Hörfunk hat. Er hat eine wunderbare Stimme. Die Stimme, ja. Er war zwar auch im Hörfunk nicht ganz einfach, was ich so von Kollegen gehört habe. Er hat zum Beispiel, dass er diese schöne Stimme gepflegt hat, hat er eine lauwarme Milch immer gebraucht beim Sprechen. Und wo kriegt man im Hörfunk eine lauwarme Milch her? Also das wird heute noch erzählt. Ja, ja. Ich kannte viele Manuskripte von ihm. Da hat er sich wirklich unter jede Silbe nahezu einen Strich wegen Betonung oder abfallender Stimmlage oder anderen Dingen, die also wirklich Sprachkultur, Sprechkultur im Radio betrafen, hat er sich vorher notiert und das wirklich genau einstudiert oder sich genau eingeprägt, was er da in seiner sonntäglichen Sendung ja meistens dann, was er da erzählt hat. Er war ja auch Seiteneinsteiger, kam so aus dem Krieg, aus dem Militär, hatte keine richtige Ausbildung erstmal. Und vielleicht musste er trotzdem mit Akribie und mit besonderer Energie sich darauf hin vorbereiten, damit er da nicht unsicher war. Kleine Schlussrunde zur Heimatpflege insgesamt. Das ist ja, wenn man es jetzt vom Etat sieht, ein kleiner Teil der bezirklichen Ausgaben. Aber wo ist aus Ihrer Sicht, Herr Präsident, die Bedeutung der Heimatpflege? Wo wird es weitergehen? Wird es weiterhin seinen Standort in der Bezirksfamilie haben? Also einen ganz wichtigen Standort in der Bezirksfamilie, weil
gerade, wie haben wir es festgestellt, Corona-Pandemie, wenn Menschen nicht mehr zusammenkommen können, nicht mehr sprechen können, da gehen soziale Kontakte ab. Das wird sich hoffentlich wieder ändern, aber die Erfahrung ist genau, unsere bezirkliche Heimatpflege geht in die Richtung, Menschen zusammenzuführen und vor allem auch die Werte, die wir in unserer Gesellschaft pflegen, Begriff Heimat und die ganzen musischen, literarischen Gegebenheiten mit einzubinden, zu pflegen und weiterzuentwickeln. Und am Begriff Heimat habe ich es ja vorhin schon gesagt und ich glaube, das wird wichtiger denn je, denn wir haben ja eine Vermischung von vielen unterschiedlichen Menschen, die hier bei uns Heimat finden, die dürfen wir nicht isoliert lassen. Da haben wir einen großen Auftrag, eben, dass wir hier in unserem demokratischen Rechtsstaat die Rahmen vorgegeben bekommen haben, aber wir müssen schauen, dass nichts abdriftet. Und da sehe ich in der Bezirksheimatpflege eine wichtige Aufgabe, gesamtgesellschaftspolitisch. Und darum aus meiner Warte, trotz Sparen, das ist richtig, aber Aufgaben müssen erfüllt werden. Und das ist eine wichtige Kernaufgabe des Bezirks. Das freut uns natürlich zu hören, ganz klar. Kleines Schlusswort, Herr Hirsch, Sie sind jetzt im wohlverdienten Ruhestand, aber Sie beobachten die Kulturszene, die Heimatpflegeszene sehr wach. Was hat die Heimatpflege für Ihr Leben bedeutet? Sie waren ja lange damit beschäftigt und was würden Sie sich für die Zukunft wünschen? Also es hat für mich tatsächlich insofern viel bedeutet, weil ich schon mehr oder weniger als Kind damit vertraut geworden bin, weil meine Eltern sehr vertraut waren. Mein Vater war ja Kulturreferent in Passau, als späterer Stadtdirektor auch. Und so war ich eigentlich mein ganzes Leben lang mit der Heimatpflege befasst. Und der Ausblick für die Zukunft, denke ich, dass es ganz wichtig ist, vor allem auch die Bereiche, die wirklich unterzugehen drohen. Das ist vorwiegend sicherlich auch im baulichen Bereich. Oberbayern hat 25.000 Denkmäler allein, über 6.000 alte Bauernhäuser. Wir haben 340 Burgen und Schlösser und alles Mögliche. Das ist ja nur ein ganz geringer Teil, also im Grunde unter 1% des gesamten Baubestandes, aber dass wir diesen Teil als Dokumente der Geschichte und auch in neuer Nutzung natürlich, dass wir das erhalten können und weiterentwickeln können. Das ist das ganz Entscheidende und das wünsche ich mir. Und dass so gegenwärtige Entwicklungen wie die Digitalisierung oder so, dass die auch nicht in einen möglichen Missbrauch hineinlaufen, was sein könnte, sondern dass sie eben für die Bildung, für das Verständnis der Menschen, für diese kulturellen Überlieferungen, dass sie dazu dienlich sind. Das ist ein schönes Schlusswort. Das wünschen wir uns sicher alle. Herr Präsident, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Herr Hirsch, dass Sie da waren. Ich glaube, Rattelmüller hätte es gefallen. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Kommen Sie zu uns, so schnell es möglich ist, dass wir die Ausstellung eröffnen. Fotos von Paul Ernst Rattelmüller, ein Blick in die volkskundliche Umgebung hier in Oberbayern. Es wird sicher eine schöne Sache. Vielen Dank.